Hallo Leute, heute werde ich Schulessen aus Amerika in den letzten 100 Jahren ausprobieren. Wir wollen sehen, wie sich das Essen in den Schulen verändert hat. Und wir werden herausfinden, in welchem Jahr hatten die Schulkinder das beste Essen. Wir beginnen mit den 1920er Jahren. Dies war die Zeit des wirtschaftlichen Aufstiegs in den Vereinigten Staaten nach dem Ersten Weltkrieg. Das Essen in der Schule musste also köstlich sein. Das Hauptgericht waren Fleischbällchen in brauner Soße. Als Beilage gab es Kartoffelpüree. Als Vorspeise gab es Selleriescheiben mit Olivenpastete. Als Nachspeise gab es Vanillepudding. Sehr beliebt bei den Kindern zu dieser Zeit. Und das Getränk war natürlich Apfelsaft. Die Kosten für ein solches Essen betrugen nur 25 Cent. Damals waren einfache und beliebte Gerichte im Trend. Und Kartoffeln und Fleisch in brauner Soße waren in der amerikanischen Küche üblich. Und bis heute hätte ich nie gedacht, dass es so etwas wie eine Olivenpastete gibt. Lasst uns probieren und das Mittagessen bewerten. Nachdem ich alles aufgegessen habe, kann ich sagen, dass ich völlig satt bin. Das Mittagessen ist ziemlich ausgewogen. Leckere Fleischbällchen, Kartoffelpüree und ein Dessert mit einem Getränk. Aber ich bin kein großer Fan von Sellerie, also ich gebe diesem Mittagessen einen 9 von 10 Punkten. Weiter geht's mit den 1930er Jahren, die Zeit der großen Depression in den Vereinigten Staaten. Das Hauptgericht war Gemüsesuppe. Als Beilage gab es Idaho-Kartoffeln. Es gab zwei Vorspeisen. Die erste sind grüne Bohnen. Und die zweite sind Pilze in Sahnesoße. Als Nachspeise gab es einen Beerenkuchen und als Getränk Milch. Das hat 40 Cent gekostet. Während der großen Depression in den Vereinigten Staaten versuchten die Menschen Geld zu sparen, also stand kein Fleisch auf dem Speiseplan. Sie verwendeten preiswerte Lebensmittel wie Gemüse. Jetzt probieren. Wenn man bedenkt, dass es die schlechtesten Jahre waren, so ist das Mittagessen nicht schlecht. Aber da es kein Fleisch gibt, gebe ich eine 6 von 10 Punkten. Die 1940er Jahre, die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Das Hauptgericht für Schulkinder war Fleischeintopf mit Kartoffeln. Als Beilage gab es gekochten Reis und einen Salat aus Karotten und Gemüse. Zum Nachtisch Apfelkuchen und als Getränk Limo. Das Mittagessen war noch billiger als im letzten Jahrzehnt. Es kostete nur 35 Cent. Während des Zweiten Weltkriegs waren die Lebensmittel knapper. Aber die Regierung sorgte für ein ausgewogenes und nachhaltiges Mittagessen für Schulkinder. Fleisch war strategisch wichtig, um sich richtig zu ernähren. So, jetzt probieren. Ich kriege kaum noch den Nachtisch in mich rein. Das ist bis jetzt das sättigste Mittagessen, das ich gegessen habe. Aber es ist definitiv nicht das leckerste. Ich gebe Ihnen einen 7 von 10 Punkten. 1950er Jahre, eine goldene Zeit in den USA. Dank des rasanten Wirtschaftswachstums der Nachkriegszeit. Das Hauptgericht war ein Hacksteak. Als Beilage gab es Kartoffelpuffer. Als Vorspeise gab es Baked Beans. Außerdem eine Vorspeise mit Garnelen, zum Nachtisch einen Schokoladenkuchen und Eistee. Die Kosten für das Mittagessen betrugen 40 Cent. Zu dieser Zeit begannen die Amerikaner üppiger Mahlzeiten zu essen und die Rationen wurden deftiger. Auch der Verzehr von Meeresfrüchten wurde beliebter. Und so wurden dem Schulessen häufig Garnelen beigefügt. Jetzt probieren! Dieses Schulessen hat mich noch satter gemacht als das letzte. Ich habe es kaum zu Ende gegessen. Für mich ist das Mittagessen unausgewogen. Zu viel Eiweiß vom Fleisch, Bohnen und Shrimps. Und kein einziger Salat. Ich gebe ihm also eine 6 von 10 Punkten. Die 1960er Jahre. Die Ära des Rock'n'Roll und Fast Food in den Vereinigten Staaten. Damals war das Hauptgericht ein Burger. Als Beilage gab es Pommes und Ketchup.
Das Dessert, ein Krapfen mit Glasur und Füllung. Und das Getränk, die bekannte Coca-Cola. Ein solches Mittagessen kostete 1,50 Dollar. Zu dieser Zeit eröffneten große Fastfood-Ketten wie McDonald's ihre Restaurants überall in den Vereinigten Staaten in rasantem Tempo. Und die Leute waren einfach verrückt nach diesem Essen. Also waren viele Leute von diesem Essen begeistert. Also probieren wir es mal aus. Fastfood ist lecker. Aber wenn man so etwas jeden Tag isst, ist Übergewichtigkeit vorprogrammiert. Deshalb gibt es eine 7 von 10 Punkten für ungesund. 1970er Jahre. Das Zeitalter der Technologie und des Internets. Werft ihr mal einen Blick, was die Schulkinder damals gegessen haben. Das Hauptgericht war Mac and Cheese. Caesar Salad mit Lachs. Und zum Nachtisch Beerenpudding. Und Multivitaminsaft. Und das alles nur für 1 Dollar. In den 70er Jahren kamen neue gastronomische Geschmacksrichtungen. Und die Amerikaner begannen exotische Speisen zu essen. Zum Beispiel wie Caesar Salad. Und das kultige Rezept für Mac and Cheese. Probieren wir es mal aus. Nachdem ich dieses Dessert aufgegessen habe, habe ich das Gefühl, dass ich genau richtig und nicht zu viel gegessen habe. Also gebe ich diesem Mittagessen einen 9 von 10 Punkten. 1980er Jahre. Damals kamen die Spielkonsolen und Computer auf den Markt. Und der zweite Fastfood-Boom kam. In der Schule gab es Hähnchenstrips. Meist mit Süß-Sauer-Soße. Kartoffelsalat war auch sehr beliebt. Pizza. Und als Getränk Sprite. Das Mittagessen kostete 1 Dollar. Wie ich schon sagte, wurde Fastfood immer beliebter. Und Hähnchenstrips wurden zu einer Ikone der amerikanischen Küche. So, lasst es uns probieren. Paniertes Hähnchen? Sehr ähnlich wie bei KFC. Pepperoni-Pizza? Sie hat einen Standardgeschmack. Das Besondere daran ist, dass die Form der Scheibe quadratisch ist, damit es leicht platziert werden kann. Kartoffelsalat. Ein amerikanischer Klassiker. Und ich glaube, jeder weiß, wie Sprite schmeckt. Wie auch immer, ist es gut. Aber man kann es ja nicht jeden Tag essen, also 7 von 10 Punkten. Die 1990er Jahre. Die Ära der technologischen Revolution und des Aufkommens von Unternehmen wie Apple, Microsoft und Amazon. Damals aßen Kinder in der Schule Chili und Rindfleisch. Mexikanischer Salat. Mais Tortillas. Zum Nachtisch gab es Obst aus der Dose, zum Beispiel Pfirsiche. Und das mega trendige Getränk zu dieser Zeit ein Frappuccino. Eine solche Mahlzeit kostet schon etwa 5 Dollar. In den 90ern blühte die Kultur der verschiedenen Lebensmittel auf. So begann mexikanische Küche, die Schulspeisen zu beeinflussen. Und das gerade erschienene Kaffeegetränk Frappuccino wurde unter den Schülern sehr beliebt. Probieren wir es mal. Der Pfirsich hat sich übrigens als tolles Dessert entpuppt. Ich hatte nie gedacht, dass das so erfrischend schmecken würde. Ich gebe dieser Mahlzeit eine 8 von 10 Punkten. Die 2000er Jahre. Die Ära der sozialen Medien wie Twitter und Facebook. Der Hauptgang war Lachs in Teriyaki-Soße, dickere Reisnudeln und Seetangsalat. Und zum Nachtisch Schokoladenkekse und Ingwerlimonade. So ein Essen konnte man für 8 Dollar kaufen. In den frühen 2000er Jahren wurde gesunde Ernährung zu einem wichtigen Thema. So wurde Fisch, Reisnudeln und Salate zu beliebten Schulmahlzeiten. Zu dieser Zeit wurde auch asiatisches Essen sehr beliebt. Kommen wir zum Mittagessen. So, ich kann sagen, dass dieses Essen das leckerste von allen war. Perfekt ausgewogen und perfekt in der Kalorienanzahl.
So etwas könnte man mindestens jeden Tag essen. 10 von 10 Punkten. Die 2010er Jahre. Das Zeitalter des Smartphones. Man hat schon alles erfunden. Spiele, Apps, Dienste und vieles mehr. Die meiste Zeit haben die Schüler Sandwiches gegessen. Caprese-Salat. Zum Nachtisch ein paar Eiskugeln. Und das Getränk? Fruchtsmoothie. Eine solche Mahlzeit kostet 3 Dollar. Natürlich konnten die Mahlzeiten verschieden sein, weil Kantinen in Form eines Buffets waren. Die Schüler haben sich selbst etwas ausgesucht. Aber dies ist eine der beliebtesten Mahlzeiten dieser Zeit. Jetzt probieren. Ich kann sagen, dass das Mittagessen sehr lecker ist. Macht nicht ganz satt, aber ich mag es. Es ist etwas, was man jeden Tag essen könnte. Also gebe ich einen 9 von 10 Punkten. Zusammenfassend kann ich sagen, dass das köstlichste und ausgewogenste Mittagessen in den USA in den 2000er Jahren zubereitet wurde. Schreibt in die Kommentare, was ich sonst noch heute vor 100 Jahren vergleichen könnte. Und wenn wir viele Likes haben, werden wir weitermachen. Tschüss an alle!